Geil, jetzt filme ich deinen Arsch. Oh, das kommt so mit ins Video. Juhu, ich melde mich hier von zu Hause. Und jetzt geht's erstmal eine Runde nach Boltenhagen. Wir machen nur einen Tagesausflug. Also wir haben jetzt Sonntag, deswegen machen wir nur einen Tag. Aber da werde ich bestimmt auch nochmal Vlogs machen, weil da fahre ich eigentlich immer hin. Und dann bleibe ich auch mal ein Wochenende da, campe da. Und ja, jetzt geht's einfach mal los. Ich habe auch extra meine Action-Cam mitgebracht. Mal gucken, ob ich mich ins Wasser traue. Gucken, wie kalt es ist. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. 180. 170. 170, okay. Wo tut man das? Ja, einfach da so. Okay, cool. So, hier. Fuß rein. Wir sind jetzt angekommen. Also wie ihr gesehen habt, die Umgebung hier ist auch mega schön irgendwie. Also der Weg hier hin ist schon geil. Gut, einen kleinen Ausschnitt von der Autobahn habe ich weggelassen. Ganz elegant. Aber ja, die Mädels ziehen jetzt ihre Inliner an. Ich habe mir jetzt letzte Woche ein Longboard gekauft. Also wer den zweiten Tag von Kiel gesehen hat, hat ja gesehen, dass ich irgendwie ein bisschen scharf darauf war. Ja, und jetzt habe ich es mir auch so spontan irgendwie gekauft. Deswegen nehme ich das jetzt auch mit. Und dann fahren wir Richtung Strand. Da sind die Eltern von meiner Freundin. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir die da finden. Und dann sehen wir uns gleich. Also ich war jetzt schon mal ein bisschen länger mit dem Longboard unterwegs. Und ich kann euch echt nur sagen, dass es echt eine gute Alternative zum Auto ist und dass man echt gut hin und her kommt. Die Mädels hängen ein bisschen hinterher. Wir sind jetzt am Strand angekommen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und ja, wir mussten auch gerade gleich mal cool Taxi zahlen. Also 2,50 Euro irgendwie, um an den Strand zu kommen, finde ich auch irgendwie nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Das sah auch so ein bisschen gefrustet aus. Aber was will man machen, ne? Muss man durch. Aber dafür ist es echt geil. Und es sind ein paar Leute im Wasser, also kann man mal gucken, ob ich ins Wasser gehe oder nicht. So, wir sind jetzt soweit fast durch. Die Eltern von meiner Freundin sind schon losgefahren. Und Marie ist nochmal kurz ins Wasser gegangen. Wie ihr gesehen habt, habe ich es auch geschafft irgendwie. Also ich hätte es mir echt kälter vorgestellt. War ganz angenehm irgendwie bei dem Wetter. Jetzt gehen wir gleich irgendwie vielleicht nochmal eine Kleinigkeit essen. Vielleicht nochmal zu Edeka und schauen. Weil die haben hier immer so bis 18 Uhr auf am Sonntag. Das ist immer ganz cool, weil es so ein Touri-Ort ist. Und dann düsen wir auch wieder Richtung Heimat. Ja, ich hoffe, euch gefällt es bis hierhin. Es ist auf jeden Fall sehr geil bei dem Wetter. Und
Ich freue mich schon drauf, wenn ich wieder hierher fahre, irgendwie auf dem Campingplatz fahre. Ich bin, wie gesagt, irgendwie jedes Jahr hier. Ja, und freue mich da auch schon auf die Zeit wieder. Ja, jetzt sind wir soweit durch, gehen jetzt nochmal eine Kleinigkeit essen. Direkt auf, der Promenade, die jetzt direkt hinter mir liegt, ich kann es schlecht zeigen, weil ich ein Board in der Hand habe, da kann man zum Beispiel nicht mit einem Board fahren oder so, weil die Promenade besteht aus Sand, aber das ist nicht so schlimm, weil hier ungefähr jetzt 20 Meter weiter, gehe ich jetzt einmal durch, sind wir dann direkt an der, ja, an so einer Ladenstraße, sag ich mal. Und das ist auch kein Thema, da dann lang zu fahren. Also dann fährt man halt nicht direkt an der Promenade lang. Aber von der Promenade aus kann man eh nicht den Strand sehen, von daher ist es nicht so schlimm. Aber da vorne könnt ihr das schon sehen. Ein Dürüm. Also wir haben hier gerade beim Dönermann eine Portion Pommes bestellt. Für 2,50 Euro. Die sieht dann so aus. Dann bin ich mal hingegangen und habe gefragt, ob man wirklich nur so viel für 2,50 Euro kriegt. Und naja, dann haben die halt gesagt, dass der eine sich vertan hätte, von wegen, dass es eine Kinderportion wäre und so. Und wir kriegen nochmal nach. Also das war irgendwie ganz so lustig gerade. Also das wäre echt schon ein bisschen unverschämt gewesen. Naja, ich habe mir ein Dürüm bestellt, jetzt essen wir erstmal eine Kleinigkeit und dann... Nicht streiten. Komm her, Bambini. Wir haben jetzt eben noch so eine Portion gekriegt, wie wir schon hatten. Also alles gut, ich habe dem auch noch ein Trinkgeld gegeben, weil ich so ein bisschen stinkig war. Aber alles super verlaufen. So, wir sind jetzt noch ein bisschen hier auf dem Campingplatz, wo wir sonst immer sind. Das ist das Regenbogencamp hier. Auch derbe chillig und so. Hinten ist auch so eine Campingwiese, also so eine Zeltwiese extra. Wie gesagt, also hier war ich eigentlich so gut wie jedes Jahr immer. Und ja, das kann ich euch nur empfehlen. Ist nicht der günstigste Campingplatz, aber wirklich so vom Flair her und so richtig geil auf jeden Fall. Und auch nicht weit zum Meer, also da wo wir vorhin so lang gegangen sind zur Promenade sozusagen hin, das ist so die quasi die Strecke, wo der Sandweg war, das ist die Strecke ungefähr von hier aus zum Meer. Ganz entspannt. Ja, und das kann ich nur empfehlen. Hier fahren wir jetzt mal immer noch eine Runde rum, gucken mal, was hier los ist und dann düsen wir auch los nach Hause. Okay, jetzt fühle ich mich deinen Arsch. Oh, das kommt so mit ins Video. Ja, und ich hoffe, man kann es jetzt sehen, jetzt hier um die Kurve. Oh ja, stimmt. Hier ist was Neues. Also hier ist normalerweise die Zeltwiese da hinten, was ihr da seht jetzt in die Richtung. Da ist halt jetzt ziemlich wenig los. Und hier scheint irgendwie ein neues Sanitärhaus hinzukommen. Das kennen wir noch nicht. Ja, lustig. Cool. Wir sind jetzt wieder beim Bus angekommen, haben eben nochmal das Parkticket bezahlt. Und dann geht es jetzt auch auf nach Hause. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben.
Wenn ihr vielleicht noch mehr von Beutenhagen sehen wollt, dann lasst ein Abo da, weil es wird auf jeden Fall nochmal hergehen. Dann halt vielleicht nochmal übers Wochenende oder so. Wir haben Marie gerade auch schon gefragt, die würde wahrscheinlich eher mitkommen mit ihrem Freund. Nein, wir müssen nochmal gucken, wie das geplant wird alles. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein! Ja.